tongue. He is Dovahkiin. Dragonborn. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder bei Kilians Pokémon Lexikon dabei seid. In der heutigen Folge stelle ich euch mein Hundemon vor. Hundemon ist die Weiterentwicklung von Hunduster und hat wie dieses einen Unlicht-Feuer-Typ, womit es eine Schwäche gegen Wasser, Boden, Gestein und Kampf, eine Resistenz gegen Pflanze, Unlicht, Geist, Eis, Stahl und Feuer, sowie eine Immunität gegen Psycho-Attacken hat. Hundemons Basiswerte sehen auf den ersten Blick ganz ordentlich aus. Seit X und Y kann es auch eine Mega-Entwicklung vollziehen. Durch diese wird vor allem seine große Schwäche in der Verteidigung ausgeglichen, aber auch sein Spezialangriff und seine Initiative steigen gut an. Die EV verteilen wir hier voll in Spezialangriff und Initiative, dazu ein scheues Wesen, um die Initiative zu maximieren. Als Fähigkeit wählt man bei Hundemon am besten Feuerfänger. Durch diese erhält Hundemon zusätzlich eine Immunität gegen Feuerattacken und erhält außerdem einen 50%igen Schadensbonus auf alle Feuerattacken, wenn es von einer getroffen wird. Im Mega erhält es die Fähigkeit Solarkraft. Diese steigert den Spezialangriff um 50%, wenn die Sonne scheint. Dabei werden allerdings jede Runde ein Achtel der KP abgezogen. Im Moveset verwenden wir hier Flammenwurf, Solarstrahl, Finsteraura und Sonnentag. Sonnentag sorgt dafür, dass Hundemon direkt von seiner Fähigkeit profitieren kann. Flammenwurf und Finsteraura sind Step-Attacken. Solarstrahl benötigt dank der Sonne keine Runde zum Aufladen und bietet exzellente Coverage für den Flammenwurf. Als Item spielt man natürlich den Hundemonit, da dieses Set komplett auf seine Megaform ausgelegt ist. Hundemons Rolle im Kampf ist der Late-Game-Sweeper. Bevor ihr ihn ins Spiel bringt, solltet ihr auf jeden Fall alle Pokémon aus dem Weg räumen, die schneller sind als Hundemon, und außerdem alle Pokémon, die Prio-Attacken, speziell Tempo-Hieb, Vakuumwelle, Turbo-Tempo und Wasserdüse beherrschen. Ist das alles aus dem Weg geräumt, so könnt ihr Hundemon idealerweise in eine Feuerattacke reinwechseln, um den Feuerfänger-Boost zu kassieren. Durch diesen, den Step, die Sonne und die Solarkraft, die anschließend im Mega wirkt, kommt der Flammenwurf auf eine Stärke von 455. Das ist fast doppelt so stark wie eine Explosion. Wenn ihr alles aus dem Weg geräumt habt, was euch ausbieten kann, könnt ihr sicher sein, dass ihr mit diesem Monster durchsweepen könnt. Wenn ihr euer Hundemon ein wenig unterstützen wollt, so eignet sich dafür vor allem ein Vulnona mit Dürre, damit ihr die Sonne nicht selbst rausholen müsst. Habt ihr das als feste Kombination, so könnt ihr den Sonnentag im Moveset von Hundemon auch durch Ränkeschmied ersetzen, um Hundemons sowieso schon viel zu hohen Schaden zu verdoppeln. Ansonsten solltet ihr euer Feld von Steinen freihalten, damit ihr euer Hundemon fit halten könnt. Der Rest eures Teams sollte so aufgebaut sein, dass ihr Hundemon gut ergänzt oder auch allgemein Pokémon, die gerne in der Sonne spielen. Das war's dann mal von meinem Hundemon und jetzt seid ihr wieder dran mit Aussuchen.